Ich stehe im Wald und das kommt nicht von ungefähr, weil es geht um eine neue Folge vom Gadget-Tagebuch. Und da geht es um ein Gadget, das man draussen braucht. Es bewegt sich im Bereich Quantified Self. Also es ist so ein Sport-Gadget, so ein extravaganter Schrittzähler. Heute einen von Loop, Polar Loop, den wir testen. Und ich schaue das gerade an, während wir sehen, wie per Zufall im richtigen Moment ein Jogger vorbeijoggt. Da hinten ist er. Das ist das Gadget. Ihr seht, es ist etwa fingerbreit. Es hat auf der Seite so eine Taste. Da kann man das Display ein- und ausschalten, was allerdings nur funktioniert, wenn man es auch anhat. Es hat einen Verschluss wie eine Armbanduhr. Und die Bänder auf der Seite, die muss man am Anfang auf die richtige Länge zuschneiden. Da misst man sein Handgelenk und kann dann so viele Segmente abschneiden, bis es passt. Und das Ding im Hintergrund, das ihr jetzt seht, das ist zum Aufladen da. Mit dem wird es am Anfang auch synchronisiert mit dem Computer. Dort kann man nämlich ein Kabel magnetisch andocken. Der Schrittzähler da funktioniert ähnlich, wie man sich's gewöhnt ist von dem Nike Fuel Band, vom Jabon ab oder vom Fitbit. Man läuft um während dem Tag, man bewegt sich. Das zählt jeder Schritt, den man macht. Und am Abend kann man in einer App schauen, wie fleissig das man war. Oder man sieht dann halt, heute war ein fauler Tag, ich bin nur auf meinem Bürostuhl gehockt. Jetzt habe ich es am Armband. Ihr seht, man kann mit dem Druck auf die Taste die Anzeige durchblättern, die Schrittzahl, die Uhrzeit. Und wenn man nochmal drückt, sieht man die Aktivität. Und ich war heute fleissig, ich habe mein Ziel erreicht. Dann sieht man ein wunderbares Feuerwerk, das da losgeht und einem sagt, heute bist du wirklich fleissig. Das Polar Loop ist wasserdicht. Ich glaube, das muss es auch so sein, weil wenn man beim Joggen da zum Beispiel in den Fluss reingeht, in das Bächli rein, dann wird es nass. Man will das Gadget aber natürlich auch beim Duschen nicht unbedingt abziehen. Man will das einfach können dranladen den ganzen Tag. Das kann man da. Das Gadget trackt auch den Schlaf. Also es ist tatsächlich, wenn es Jawbone Up dazu denkt, dass man das rund um die Uhr 24 Stunden im Tag anhat und sein ganzes Leben damit trackt. Eine extra Funktion, die das hat, ist, dass man es kann mit einem Herzschrittmacher, hätte ich fast gesagt, mit einem Pulsmesser verbinden. Das ist allerdings ein extra Gadget. Ihr kennt die vielleicht von Polar, so ein Pulsgürtel, wo man sich umschnallen muss. Per Bluetooth übermittelt der dann die Herzraten als Gadget und dann kann man das zusammen mit seiner Schrittzahl in Verbindung bringen. Ich habe jetzt allerdings die Variante da bekommen, ohne Herzfrequenzmesser. Ich kann den Pulsmesser nicht beurteilen an dieser Stelle, aber ich glaube, das wäre der ganz grosse Vorteil von dem Gadget, wenn man gerne wissen möchte, was dann da die alte Pumpe so mitmacht, während man im Wald aussen sich bewegt, dann wäre das eine optimale Erweiterung von dem Gadget da. Wir schauen uns schnell die App an, die man braucht, um die Daten anzuschauen. Synchronisiert wird, drahtlos per Bluetooth. Und jetzt sieht man auch hier, das Aktivitätsziel ist erreicht. Man hat hier eine schöne Darstellung in Form von einer Uhr. Ich bin jetzt heute ersten Halbtag aktiv gewesen, darum ist die noch nicht vollständig. Man kann runterblättern, dann sieht man einzelne Details, wie viele Kalorien das man gebraucht hat, wie viele Schritte das man gemacht hat, wie lange das man geschlafen hat. Und man kann da auch noch sagen, wie gut dass man sich fühlt. Es gibt, obendurch kann man das dann auswählen, auch die Möglichkeit, eine Wochenansicht zu wählen. Die sieht so aus. Und man kann, ich habe es jetzt etwa eine Woche getestet, gut, und man kann auch eine Monatsansicht einschalten. Die ist noch nicht so interessant, wenn man es erst kurz in Betrieb hat. Noch ein kurzer Vergleich mit der anderen App, die ich brauche, um meine Aktivitäten zu überwachen. Das ist die Moves-App und da sieht man dann auch noch, wo das man überall war. Und noch ein Vergleich zu der App von Jawbone Up. Da hat man, wenn man auf den ersten Blick sieht, auch noch die soziale Komponente. Man sieht, was seine Kollegen, was Teammitglieder, wie die heissen, so gemacht haben, kann sich vergleichen. Und man hat da vor allem auch die Möglichkeit,
seine nächtlichen Aktivitäten, das heisst seinen Schlaf, genauer anzuschauen. Diese Darstellung ist da definitiv besser als beim Polar. Also, das Fazit ist, wenn ich als Fazit das Polar Loop vergleiche mit meinem Jawbone Up, dann gönnt das Jawbone Up. Das ist das da. Es ist dünner, es ist leichter, es ist, finde ich, bequemer zum Tragen. Das ist doch fast ein bisschen wie eine Armbanduhr. Es ist relativ, wie soll ich sagen, unangenehm, hat es mich gedacht, am Arm. Weil ich trage nie eine Armbanduhr, bin mir das nicht so gewöhnt. Da muss man sich erst wirklich wieder daran gewöhnen, wenn es euch so geht, dass ihr eigentlich normalerweise ohne Armbanduhr rumlauft. Im Vergleich zu dem, es synchronisiert via Bluetooth. Das muss man immer als iPhone anstecken. Das ist ein bisschen umständlich. Das ist Bluetooth-kabellose Synchronisation einfacher. Das spricht sicher dafür. Der Preis spricht auch dafür. Das ist mit 110 Franken wirklich relativ günstig, während das ja doch etwa 160, 70 Franken kostet. Vielleicht auch 150. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie das so der aktuelle Preis ist. Und was man auch noch würde sagen, ich habe es ein bisschen blöd gefunden, dass man das, oder ich habe es vielleicht auch falsch gemacht, aber um das in Betrieb nehmen, initialisieren, braucht es ein bisschen Aufwand. Man muss das synchronisieren mit dem PC. Es gibt zwar eine mobile App für das iPhone, für Android, die man brauchen kann, um Daten zu übermitteln. Aber für die erste Inbetriebnahme hat es mich gedacht, ist zwingend nötig gewesen, dass man das muss synchronisieren mit dem PC. Da fände ich, im mobilen Zeitalter müsste man das eigentlich einfach so ohne PC können brauchen. Und was auch noch ein bisschen zum Inbetriebnahme, man muss es zuschneiden, da die Bänder, sehen Sie vielleicht so, die sind zuerst viel länger, die muss man so abschneiden, dass das dann schön ums Handgelenk herumgeht. Und das ist einfach, upsla, bei mir ein bisschen ein Kniffel gewesen. Es gibt zwar so ein Massband, wo man messen kann, wie lang oder wie, was für einen Umfang man hat als im Handgelenk, aber das Messen hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Ich musste zweimal anschneiden und das war ein bisschen mühsam gewesen. Und eben, wenn man mal zu viel abgeschnitten hat, ist es dumm. Und wenn man es vielleicht jemandem verschenken will, der einen dickeren Arm hat, dann kann man das auch nicht machen, weil wenn es mal abgeschnitten ist, dann ist es abgeschnitten. Fazit würde ich sagen, das Polar, das grosse Highlight ist der Pulsmesser. Wenn man Sportler ist, dann ist das ein Vorteil. Dann würde man wahrscheinlich am besten zu dem greifen. Für alltagsmässig, einfach für Leute, die ab und zu ein bisschen spazieren, wie ich, ist das so etwas Einfacheres, Leichteres, weniger Aufträgendes wie das Jawbone Up vielleicht die bessere Wahl.